So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, und öfters kam jetzt die Frage auf, wie kommt man eigentlich auf den Teamspeak oder wie legt man sich Teamspeak runter oder wie all sowas. Und da geht man einfach mal Teamspeak 3 downloaden, kommt diese Seite. Ich werde euch auch nochmal den Link dazu in die Videobeschreibung packen. Dann habt ihr hier die Seite. Je nachdem, was ihr dann habt, ich denke mal Windows, müsst ihr euch das Ganze dann einmal runterladen oder halt auch für Mac. Und dann sollte, wenn es runtergeladen ist, nochmal Download, genau, dann müsst ihr auswählen, wo. Ich denke mal, das kann sich dann jeder selber aussuchen. Und dann müsst ihr einfach mal Teamspeak starten. Ich mache das jetzt mal hier drüber. Da haben wir schon Teamspeak. So, da ist er. Und dann müsst ihr hier oben auf Verbindung und verbinden. Da gebt ihr ganz einfach unsere IP ein. Und die werde ich da jetzt auch ganz kurz einfügen. Habe ich mir natürlich schon mal vorher rausgesucht. Bup. Das ist unser IP. Könnt ihr auch ganz kurz stoppen, aber sie ist auch in der Videobeschreibung natürlich. Und dann bitte, ganz wichtig, hier Nickname einfügen. Damit man auch weiß, wie ihr heißt und nicht, weil sonst steht da mal Teamspeak User und das ist doof. So. Dann geht ihr auf Verbinden und schon seid ihr drauf auf dem Server. Und für alle, die mich noch nie gesehen haben, das bin ich hier unten. So. Ne? Genau, dann sieht unser Teamspeak so aus. Das sind dann die ganzen Räume, wo ihr reingehen solltet. Also Jungjäger 1, Jungjäger 2 und hier unten in den Anschubsaar oder AFK-Bereich könnt ihr auch alle. Der Rest, dafür braucht ihr extra irgendwelche Rollen, die ihr natürlich zu Anfang noch nicht habt, weil ist klar. Ja. Falls es irgendwelche Fragen gibt, einfach irgendeine Person anstupsen, klein anstupsen und dann hier einfach schreiben, warum, was ist los? Dann helfen wir euch auch gerne alle Spieler, das ist gar kein Problem. Falls es irgendwelche Fragen noch dazu geben sollte, gerne auch nochmal in die Kommentare, aber ich denke mal, runterladen ist klar, starten ist klar, dann müsst ihr nur noch wirklich auf Verbindung verbinden, hier die Adresse eingeben und hier euer Nickname. Dann auf Verbinden drücken. Disconnected. Und ihr seid drauf. Also eigentlich relativ easy. Und ich denke mal, das sollte auch jeder schaffen. Also, falls es noch Fragen gibt, wie gesagt, in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.